In der Corona-Krise wächst der Druck auf Bund und Länder, wieder mehr Freiheiten zuzulassen. Nicht nur Wirtschaftsverbände verlangen klare Perspektiven. Auch Eltern, Künstler und Vereine wollen wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Kanzlerin und Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch beraten. Doch schon heute preschen wieder erste Bundesländer vor, Sachsen-Anhalt zum Beispiel. David Sauer hat mehr. Ein bisschen Normalität kehrt zurück nach Sachsen-Anhalt. Ab Montag dürfen dann 5 statt bislang 2 Menschen zusammen sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. Auch Sport zu 5 im Freien erlaubt die Landesregierung unter Auflagen mit dem Zusatz, dass wir hier einen erheblichen Schritt nach vorne gehen und auch korrekturfähig bleiben müssen. Aber wir glauben, das verantworten zu können. Ein Grund, das Land hat sehr wenige Corona-Fälle. Gestern wurden nur 7 Neuinfektionen gemeldet. Besuche in Alten- und Pflegeheimen erlaubt Sachsen-Anhalt ab dem 11. Mai. Eine Person für 1 Stunde pro Tag. Und auch andernorts wird gelockert. Im Saarland dürfen ab Montag alle Geschäfte öffnen, egal wie groß. Bedingung: nur 1 Kunde pro 20 Quadratmeter. Deutschland ein Mosaik aus Einzelregeln. Hier ist mittlerweile so ein Lockerungswettlauf entstanden und er kann dazu führen, dass die Disziplin in der Bevölkerung zusammenbricht. Vor allem die Wirtschaft drängt auf zügiges Wiederhochfahren. Das ist nicht zu verkraften, wenn das noch lange so anhält. Dann wird eine Pleitewelle kommen, die wir noch nie hatten. Und Pleitewelle heißt Arbeitslosigkeit. Der Mittelstand braucht Planungssicherheit. Mit diesen 2-Wochen-Entscheidungen können wir nicht leben. Am 6. Mai berät die Bundeskanzlerin erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder. Sie werden das Maß finden müssen zwischen Lockern und Beschränken. Die Grünen verlangen mehr Klarheit von der Bundesregierung, nach welchen Kriterien die Corona-Maßnahmen gelockert oder verschärft werden. Auch sie wollen der Wirtschaft helfen, allerdings nur unter Bedingungen. Die Firmen müssten die Staatshilfen nutzen, um sich klima- und umweltfreundlich auszurichten. Alles Themen heute auf einem Parteitag, wie es ihn so noch nie gab. Patricia Wiedemeier berichtet.